Karlshafen, Hilmarshausen, liegt ca. 44 km nördlich von Kassel im Bundesland Hessen. Ich möchte heute den Campingplatz Diemelauen besuchen. Beim zukünftigen Lieblingsplatz wird bei der Ankunft das Fahrzeug erst links abgestellt. Dann geht es zum Zahlautomaten. Zuerst aber suche ich eine freie Parzelle aus. Ich merke mir die Stellplatznummer, denn diese muss ich beim Buchen eingeben. Möchte ich Strom, buche ich diesen einfach dazu. Das System ist einfach zu bedienen und Schritt für Schritt selbsterklärend. Nach dem Zahlvorgang erhalte ich die Servicekarte. Jetzt kann man bis zur Schranke vorfahren. Hält die Servicekarte an die Kontrollsäule und sofort öffnet sich die Schranke. Danach parkt man auf der gebuchten Parzelle. Die Stromsäulen sind nah am Reisemobil zu finden. Beim buchbaren Ferienhäuschen gibt es eine Veranda, auf der man sich mit dem Gastgeber gerne auf ein Schwätzchen treffen kann. Alle Stellflächen sind direkt am Kanal und zur Krukenburg gerichtet. Hier lässt man es sich einfach gut gehen. Ganz unter uns, die Nummer 7, ist eindeutig der schönste Platz. Im Sanitärcontainer stehen uns genügend Toiletten und Duschräume zur Verfügung. Der Campingplatz ist beleuchtet und kameraüberwacht. Gleich bei der Einfahrt ist die Rinne für das Grauwasser. Frischwasser gibt es direkt an der Stromsäule. Der Campingplatz ist auf zwei Flächen zu finden und wird durch den Radweg getrennt. Hier darf man sich mit kleinen Fahrzeugen und Zelten niederlassen. Vom Campingplatz aus sind es wenige Minuten zum Edeka. Nun will ich in die Altstadt, überquere die Diemel und komme zu den schönsten Fachwerkhäusern. Eine Attraktion hier im Ort ist, dass in Hilmarshausen das teuerste Buch der Welt entstand. Eine Kopie des Buches kann im Museum nebst vielem anderen bestaunt werden. Im oberen Teil des Dorfes befindet sich das Areal des ehemaligen Klosters. Im Hof sind Buchmaler dargestellt, die Zeichnungen für Bücher anfertigen. Von hier aus gibt es Rad- und Wanderwege in alle Himmelsrichtungen. Ein Ziel ist das Wasserschloss Wülmersen. Es ist aus dem 12. Jahrhundert und liegt idyllisch am Reinhardswald und an den Wasserläufen der Holzappe und der Diemel. Es gibt das Café Mehlschwalbe, ein Landmuseum und einen schönen Innenhof. Hier können verschiedenste Veranstaltungen durchgeführt werden. Später will ich zur Krukenburg. Diese ist ja vom Stellplatz aus gut sichtbar. Die Krukenburg liegt oberhalb des Stadtteiles Hilmarshausen. Es ist eine sehenswerte Ruine einer ehemaligen Kirchenburg. Vom Bergfried der Anlage habe ich eine unvergessliche Aussicht über das Diemeltal und den Naturpark Reinhardswald. Als ich da war, war gerade eine Hochzeitsfeier vorgesehen. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist der Weser Skywalk. Hier oben schwebt man über Fels und 80 Meter über der Weser. Ein geniales Gefühl, wenn man da oben steht. Wer doch schon in dieser tollen Gegend ist, soll auch Karlshafen besuchen. Seit 1977 trägt Karlshafen den Namen Bad Karlshafen und wird auch als Soleheilbad und Barockstadt beworben. Der historische Weserhafen
wurde in den 1920er Jahren von der Weser abgeschnitten. 2018 wurde er wieder an die Weser angebunden. Dank einer Schleuse ist der Wasserstand im Hafen unabhängig von dem in der Weser. Am Abend sind wir wieder mit vielen Eindrücken zurück beim Campingplatz und lassen den Abend ausklingen. Es ist hier toll. Darum, wir sehen uns in Helmershausen. Ich war schon da.